Wir wollen jetzt eine vestibulär verblendete Krone in Zirkonoxid herstellen und dabei den virtuellen Artikulator benutzen. Und der Guide startet. Auf der linken Seite der Guide, der uns durch die Software führt, auf der rechten Seite das Fenster, wo wir die einzelnen Gruppen ein- und ausblenden können. Angeboten wird uns nun eine Spiegelung, da der Zahn. Und über die Skala kann ich ablesen, wie groß sind diese Unterschnitte. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Hier unten der Rand wurde von mir ein kleines bisschen zu lang gestaltet, aber das ist nachher mit einem Gummipolierer schnell korrigiert. Mit weiter kommen wir. Der Film hat Ihnen etwas gebracht. Sie konnten etwas mitnehmen und freue mich auf unseren nächsten Film.